Wie ist die Erde entstanden? Vielleicht aus Staub, vielleicht aus Rauch. Heutige Wissenschaftler sagen, das wäre vor 4,5 Milliarden Jahren passiert. Andere meinen innerhalb von 6 Tagen und danach hielt dann der liebe Gott ein Sonntagsnachmittagsschläfchen. Auf der Insel Timor meinen sie, das war ein ganz, ganz liebes Krokodil. Nordische Mythen sagen, zuerst gab es nur eine gähnende Schlucht namens Ginnungagap. Buddha meinte, die Frage nach solch unergründlichen Fragen wie der Entstehung der Welt sei sinnlos und würde letztlich zum Wahnsinn führen. Die Maya meinten, nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, machte er die ersten Menschen. Doch die taugten nichts und so verwandelte er sie in Affen. Die Chinesen meinten, das Urchaos wäre ein Ei gewesen, mit Ying der weiblichen und Yang der männlichen Energie. Und daraus entstand Pangu, die Weltachse. Für die Hindus ist es Brahma, die Schöpfungskraft, die hinter allem steht. Und die Welt steht auf einem Elefanten. Der steht wiederum auf einem Elefanten und der auf noch einem und so weiter. Was wohl die alten Griechen dachten? Du meinst elefantenmäßig? Genau.